Schnipsen, ne? Das ist immer noch da, wenn du wiederkommst, Joanna. Du sollst dich fertig machen, bitte. Morgen, ihr Hübschen. Oh, wir sind jetzt auf dem Weg eben zu Penny, Laugenstangen holen. Das gehört zu der Tradition, zu der Spielgruppe dazu, dass die Lamia da immer eine Laugenstange isst. Oder drei. Und ja, ich wollte euch noch mal zeigen, ich habe gestern Abend noch gebacken und habe Blaubeermuffins gebacken, die Lamia auch essen darf. Für heute, für die Kinder. Und da wir drei Kinder sind, die Geburtstag haben, also noch zwei andere, werden die Mütter auch noch was mitbringen und die Leiterin auch, also wird da genug sein. Und die anderen Kinder dürfen ja alles essen, nur Lamia nicht. Deswegen habe ich gestern Abend noch gebacken, da haben mir noch die Muffin-Förmchen gefehlt. Dann muss ich noch um 9 Uhr zu Penny fahren. Mein Gott, hier ist alles voller Blütenstaub. Boah, ist das eklig. Ich muss mal hier die Fensterscheibe sauber machen. Und ja, jetzt haben wir zur Spielgruppe. Das Wetter sieht gut aus. 18 Grad haben wir jetzt schon, wo wir erst 7:45 haben. Und Lamia ist super müde. Die war schon um 6:30 wach, viel zu früh. Ich weiß nicht warum. Und eigentlich müsste sie jetzt wieder ins Bett. Aber ich habe gesagt, komm, versuchen wir wenigstens mal ein Stündchen dahin. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wie die sich da benimmt. So, alles ist eingepackt. Türen sind alle zu. Aber ich hoffe so sehr, dass Sonntag auch so schönes Wetter ist. Das wäre so schade. So, wir waren jetzt bei Penny und haben die Laugenstangen gekauft. Einer hat sie schon in der Hand. Willst du die gar nicht essen? Nur festhalten? Nuki, danke. Auch? Danke. Pack die Mama hier hin. Kannst sie essen, ja? Gott. Geht das, was euch einmal teilen? Ja. Geht das so? Okay, ja. Okay. Es ist so süß, wie man sich mit der unterhalten kann. Die versteht echt jedes Wort, was man der sagt. Es ist unfassbar. Habt ihr schon mal darüber Gedanken gemacht? Wir sind auch ein bisschen früh, deswegen haben wir ein bisschen Zeit. Ob eure Kinder wissen, wie sehr ihr die liebt? Hula, hula. Hula, 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 hula. Also, ich weiß es nicht. Wissen die Kinder, wie sehr man sie liebt? Wie abgöttisch man seine eigenen Kinder liebt? Ich hoffe manchmal nicht, dass die das wissen. Wie denn auch? Mama, Mama liebt dich. Ab. Ab machen? Ja. Dann mach ab. Was soll Mama machen? Ab, ab, ab. Mach ich. Mach mal Salz ab. Aber heute sind die aber gut braun, ey. Ich mach nur ab. So. Ich liebe dich, mein Schatz. Liebst du die Mama auch? Lieb. Lieb, oh. Beißen. Beißen, ja, beißen. Ja.
Bleib hier. Bleib hier. Warte. Wir auch hochheben. Ich hab's jetzt nicht so gesehen, Maria. Nee. Ne? Komm, wir gucken, ob wir dich auch. Pass mal, wir spielen einmal Karussell. Einmal hier hinsetzen auf den Popo. Und dann singen wir. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Dreimal hoch. Die Lamia lebe. Hoch, 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 hoch. Okay, so ganz schwindelfrei sind wir noch nicht. Hoch. Hallo! Puste jetzt. Muss die Mama vielleicht ein bisschen mithelfen? Puste mal. Einmal feste Puste. Puste. Eins, zwei, drei. Du, Puste. Oh! Und dann sagen wir noch fröhlich sei das Frühstück. Guten Appetit. Meine Lieben, wir sind zu Hause. Die Namia macht jetzt Mittagsschlaf. Und ich habe jetzt gerade den Vlog geschnitten. Hat ganz schön lange gedauert. Von gestern waren ziemlich viele Szenen. Und die Post ist auch gerade gekommen. Ich habe mir nämlich in so einem Bio-Shop Micellenwasser bestellt. Aus Frankreich. Ich habe das bei wem war das denn? Irgendwo bei Snapchat habe ich das gesehen, habe ich es vergessen. Ja, auf jeden Fall soll das wohl sehr, sehr gut sein. Und ja, einmal ein Anti-Aging-Micellenwasser und einen Feuchtigkeits-Aloe Vera-Micellenwasser. Ich bin mal gespannt. Der Versand ging eigentlich recht fix. Hat gekostet eine Flasche, glaube ich, knapp 10 Euro. Aber das soll wirklich richtig gut sein. Dann habe ich gedacht, teste es mal aus. Also die, wie heißt das nochmal? Die, nicht die Zutaten, sondern die. Fällt mir jetzt nicht ein, wie das heißt. Die, wie heißt das denn nochmal? Die Inhaltsstoffe. Die Inhaltsstoffe sind alle richtig top. Also bin mal gespannt. Dann hatte ich mir noch eine Jacke bestellt bei Naked. Aber irgendwie gefällt die mir nicht. Ich werde die auf jeden Fall zurückschicken. Das ist so eine... Telefon. Hallo? Hi! So, das war der Opa. Die wenigen Kinder, die sind alle gut angekommen, haben jetzt gegessen und gehen jetzt gleich in den Stall und wollen um 5 Uhr dann abgeholt werden, beziehungsweise sollen um 5 Uhr abgeholt werden. Ich zeige euch mal eben die Jacke und ich sehe gerade, das Akku ist leer. Letztes Mal aufgeladen, glaube ich, vor 2 Wochen. Moment, wo packe ich euch jetzt hin? Ich packe euch jetzt einfach mal hin. So, Camouflage-Jacke. So sieht die aus, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Gucken wir mal im Spiegel. Was mich jetzt stört, ist, dass die keine Taschen hat. Das finde ich ein bisschen doof. Deswegen denke ich mal, werde ich sie zurückschicken. Zwar ganz leicht so, aber ne, irgendwie komisch sitzt die. Ein bisschen sackmäßig. Wenn die mehr auf Taille gewesen wäre, das was anderes. Aber ich denke, das werde ich dann zurückschicken müssen. Lamia ist wach. Boah, ist so schwül draußen. Es ist German Summer. It's not amazing. Ja, wir kochen jetzt was, während das richtige Essen vor sich hinkocht. Uiuiui, ui, ui. Was kochen wir denn Leckeres, Lamia? Lamia. Erstmal sitzen? Ja. Aber man kocht doch eigentlich im Stehen. Die Mama sitzt da auch nicht beim Kochen. Sollen wir ein Brot backen? Ja. Ein Brot backen. Wir backen jetzt ein Brot. Dieses Brot tun wir auf dieses Brett. Okay? Und dann kommt es in den Backofen.
Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben? Sieben Sachen. Butter und Schmalz, Eier und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Schieb, schieb den Ofen rein. Jetzt den Ofen anmachen. Tada! Jetzt müssen wir warten, bis der Ofen pink macht. So, Brot ist fertig. Oh, guck mal, wie das duftet. Heiß. Ist es nicht heiß? Ja. Oh. Du bist eine kleine Fressmaus. Du bist nur am Essen. Leckeres Brot. Landbrot hat die Lamia gebacken. Gesund und lecker. Was machen wir jetzt? Heiß. Heiß. Brot ist heiß. Was machen wir denn jetzt? So. Zusammen. Wir haben, wie spät haben wir denn eigentlich? 9:30 haben wir schon. 9:30. Rosi ist arbeiten, die Kinder sind im Bett. Ich habe gerade mit meinem Schwager, sieht man mich wegen dem Lampen, ja, mit meinem Schwager zusammen die restlichen Gehwegplatten bei Obi gekauft und abgeholt und nach Hause gebracht. Jetzt kann ich Freitag anfangen, unsere Terrasse zu legen. Das freut mich, hat alles gut geklappt. Und jetzt habe ich noch Hunger. Und ich habe noch in der Tiefkühltruhe Mini-Schnitzel gefunden und Kroketten. Die habe ich mir jetzt reingemacht. Trink dabei einen guten Abend-Whisky, ein Scheibes heute. Ist nicht so was Besonderes, aber reicht für diesen Abend. Gemütlich ein Schlückchen Whisky. So. Aufgeräumt habe ich auch. Ihr habt gerade gesehen, ich habe schon gespült. Wenn Rosi gleich von der Arbeit kommt, soll sie nicht noch irgendwie hier Arbeit vorfinden für morgen früh oder sowas. Ein bisschen räume ich gleich noch auf. Ansonsten ist alles gut. Gott sei Dank. Bis auf Quenny. Ich weiß nicht, ob Rosi euch das schon gesagt hat. Wo ist er? Quenny? Komm her. Ich war nämlich mit dem Quentin vorhin noch beim Tierarzt. Weil der Quentin, haben die uns gesagt, einen kleinen Tumor hat. Der Quentin hat einen kleinen Tumor. Und zwar im Ohr. Guck mal. Da. Ein Tumor am Ohr. Ich dachte erst, das wäre... Ja, alles gut. Alles gut, Süßer. Alles gut. Wir dachten erst, das wäre eine Zecke. Das sah so aus, als wenn das eine Zecke gewesen wäre, die abgefallen ist, wo sich das ein bisschen entzündet hat. Aber die Tierärztin sagt, aua, Quentin, jetzt kratzt mich. Das ist keine Zecke, das ist ein kleiner Tumor, da. Der wurde jetzt mit Cortison unterspritzt. Hat seine Spritze gekriegt, Cortison, und wenn das jetzt innerhalb der nächsten 1-2 Wochen abschwillt, dann ist gut, dann hat er Glück gehabt, dann war es nichts Schlimmes. Aber wenn er nicht weggeht, dann ist es ein bösartiger Tumor und dann muss der Quentin leider ein Stückchen von seinem Ohr weggeschnitten kriegen. Der Vorteil ist, der Tumor ist genau an der Knorpeloberseite, also beim Menschen hier oben. Und dann kriegt der Quentin ein Stück von seinem Öhrchen weggeschnitten. Aber sie hat gesagt, das sieht man kaum. Gott sei Dank. Und das wird dich nicht entstellen, ne? Hoffen wir mal, dass es so weggeht, aber... Ich mache mir keine Sorgen um das bisschen Ohr, was dann da wegkommt, sondern eher um die Vollnarkose für einen 10-jährigen Hund, ne? Mal gucken. Aber ansonsten hat es dann durchgecheckt,
Der Vorteil ist, sie sagt, der Quenny ist fit. Für 10 Jahre hätte sie noch nie so ein gutes Gebiss gesehen hier. Komm her. So gute Zähne, kaum Zahnstein. Und keine Schmerzen, keine HD-Anzeichen. Das Herz schlägt wunderbar. Ansonsten ist alles gut. Hat auch 10 Jahre lang nichts gehabt, der Quentin. Doch hat er wohl einmal, hat er sich vergiftet, da hat er Eiber gegessen. Aber ansonsten hat jetzt nie Tumore, Krankheit oder sowas gehabt, 10 Jahre lang. Und jetzt hat er da das erste. Ja. Müssen wir sauber halten, desinfizieren immer. Ja, Quenny. Feiner Hund. Feiner Hund. Willst du ein Leckerchen? Leckerchen? Ja, sollen wir mal gucken? Sollen wir mal gucken, ob wir noch Leckerchen finden? Ja, komm, wir gucken mal. Ja, gucken mal. Oh, Leckerchen für Quenny. Oh, ganz vorsichtig. Ja. Die Nase juckt schon wieder. Heuschnupfen. Ja, so viel dazu. Ich warte jetzt auf mein Essen und warte auf Rosi vielleicht, je nachdem wann die kommt. Ich hoffe, die kommt nicht allzu spät. Ich bin nämlich auch gut kaputt. Morgen muss ich nochmal viel arbeiten. Freitag mache ich dann nur einen halben Tag, weil ich dann mit der Terrasse anfange und Samstag auch mit der Terrasse. Ja, und Sonntag feiern wir ja Lamias Geburtstag mit der Familie. Da freue ich mich auch schon drauf. Und so viel Neues gibt's gar nicht. So viel Neues gibt's gar nicht. Eine Sache wollte ich noch machen. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich sitze hier gerade vor dem Computer und habe eure ganzen netten Kommentare gelesen zu Lamias Geburtstag. Wie nett ihr Lamia gratuliert habt. Dafür erstmal herzlichen Dank. Wenn Lamia wüsste, was ihr, dass ihr so fleißig kommentiert habt, würde sie sich bestimmt freuen. Aber ich glaube, mit 2 versteht sie das noch nicht. Aber ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen und Rosi auch. Und vielen, vielen Dank für die netten Kommentare und für die netten Glückwünsche und dass ihr immer so nette Sachen schreibt über die Kinder und natürlich auch zu Lamias Geburtstag. Und ich wollte noch einen Kommentar vorlesen und zwar, hier steht jetzt Johann Böhm, obwohl ich nicht glaube, dass Johann Böhm das wirklich geschrieben hat, sondern eher eine Tochter oder so. Sie wollte uns sagen oder hat gebeten, dass wir ihren Kommentar mal vorlesen. Ab und zu lesen wir ja mal Kommentare vor. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber sie hat jetzt ausdrücklich darum gebeten und deshalb haben wir gedacht, oder ich habe jetzt gerade gedacht, ich lese ihn einfach mal vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr das vorlesen würdet für Lamia. Ich habe ein Kuscheltier, das heißt auch Mimi. Und es ist selber genäht und ich liebe meine Mimi. Mimi, weil Joanna und Lamia immer zu ihren... Eigentlich hat Joanna damit angefangen. Die hat zu ihrem Kuscheltier auch immer Mimi gesagt und Lamia macht das auch. Und sie wünscht Lamia auch nochmal alles Gute zum Geburtstag. Also, ich weiß nicht, wer du bist. Hier stehst du nur unter Johann Böhm. Aber vielen Dank für deinen Kommentar. Und ich finde das süß mit Mimi. Ich weiß auch nicht, wie Joanna auf Mimi gekommen ist. Lamia hat es sich von Joanna abgeguckt mit der Mimi. Aber wenn du dein Kuscheltier auch Mimi nennst, ist ja lustig. Dann scheint Mimi ja ein netter Kuscheltier-Name zu sein. Ansonsten, ja, ich lese jetzt hier keine mehr vor. Die meisten waren Geburtstagsgrüße und Wünsche. Aber vielen, vielen Dank. Möchte ich nochmal sagen, für die vielen netten Kommentare und auch für die vielen neuen Abonnenten. Bei Rosis Live sind unglaublich viele Abonnenten in den letzten 2-3 Tagen dazugekommen. Nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, 500 Stück. 500 neue Abonnenten an 2 Tagen für Rosis Live. Finde ich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank für den Wachstum auf Dojos Spielzeugwelt. Da haben wir nämlich auch inzwischen über 6000 Abonnenten, was uns auch sehr, sehr freut. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Ich werde jetzt mir mein Essen holen. Und vielleicht mache ich gleich die Kamera nochmal an. Tschüss!